Okay. Also das Festival der Nationen wurde schon 1972 gegründet von einem gewissen Franz David und wurde 16 Jahre lang in Velden am Wörthersee durchgeführt. Staatsbürgertag von Vassili Lukas aus Frankreich. Ich war damals schon Besucher und habe mich gefreut, dass gute ausländische Filme nach Österreich kommen. Und dann war das plötzlich in Kärnten gestorben, aus mehreren Gründen. Und es wurde nicht mehr fortgeführt. Dann habe ich mir einen Platz in Oberösterreich gesucht. Und dieser Platz in Oberösterreich war dann letztendlich Ebensee. Dort gibt es ein schickes, altes Kino aus den 60er Jahren. Dort ist mir die Gemeinde entgegengekommen. Und dort konnte ich das Festival dann 24 Jahre und wie ich denke erfolgreich durchführen. Und dann hat es der Christian Geig übernommen und hier nach Lenzing gebracht. Und darüber bin ich sehr froh. Also ich bin der Christian Geig und ich organisiere das Festival of Nations, das 104 Kurzfilme herzeugt hat und mit einer brillanten Jury, die jeden Film bespricht und diskutiert mit dem Autor und mit dem Publikum. Die Jury hat sich eben zusammengesetzt aus 7 Leuten, diesmal aus dem Christian Brett Thomsen aus Dänemark, der an die Filmhochschule unterrichtet hat und auch einen Fassbinderfilm entlangen, der jetzt kurz vor kurzem auf der Berlinale gelaufen ist, gemacht hat. Dann haben wir noch gehabt den Hassan Desvare aus Teheran, der ebenfalls auf die Universitäten unterrichtet und am Filmfestival dort organisiert, das größer ist wie die Berlinale. Dann haben wir gehabt die Esther Wenger, sie ist Regisseurin und Autorin auch aus Bayern eigentlich und jetzt in Varik wohnt. Sind ein wunderschönes Genre, weil sie in relativ kurzer Zeit eine Dramaturgie auserzählen. Und das heißt, man kann sich einem Thema prägnant widmen. Und Filme haben ja eine Wirkung, eine unmittelbare Wirkung auf uns und liefern auch Rollenmuster. Also das heißt, wir können unser eigenes Verhalten, wenn wir uns wiedererkennen in den Figuren, korrigieren. Schwarz vor der Hand. Viele Filme sind dazu angetan, dass man seine Lebenssituation reflektiert oder besser damit zurechtkommt oder eben etwas ändert im Umgang mit anderen. Festival der Nationen, nicht mehr in Ebensee, wo ich seit Jahren immer wieder anzutreffen war, jetzt das dritte Mal hier in Lenzing. Es ist schlicht und einfach super. Mein Name ist Dave Waterson. Ich war in Schottland geboren, obwohl jetzt ich wohne in England. Und ich bin seit 12 Jahren oder so hier bei dem Festival der Nationen. Und ich bin auch Juror und ich hatte den Glück, letztes Jahr ein Juror zu sein, denn wir haben Herr Seeles Film gesehen und es war absolut super. In diesem Jahr hatten wir ein System, wo wir geben den Nummern dazu, jeder Film, und er hat die beste, er hat 7x1. Thank you.
all in the beginning, it was refreshing, and I couldn't understand it anymore when they started with the masks. And definitely I also had problem to read the subtitles in this film. Ach, ich glaube, da lief sogar direkt mein Film. Und dann habe ich gemerkt, die Jury geht nach vorne, geschlossen und diskutiert über jeden Film mit dem Publikum zusammen, frei und unverblümt, und hält danach sogar noch Noten hoch, von 1 bis 3 plus D. Ich habe dann gemerkt, wie schön dieses System ist. Dieser Preis geht nach Frankreich und wird gewonnen. Beim zweiten Mal, wo ich jetzt hier bin, das zweite Jahr, merke ich auch, sie sind viel diplomatischer, wenn der anwesende Filmemacher, wenn er da ist, der Filmemacher anwesend ist. Wenn aber nicht, dann sind sie knallhart. Und das ist so erfrischend und tut so gut, diese Ehrlichkeit und die Transparenz, dass ich das auf alle Fälle gerne in die Welt hinaustragen möchte. Also ich werde ab jetzt für dieses Festival ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda machen, unter meinen Filmemachern unbedingt hier einzureichen. Weil ich... die Diskussionskultur hier auf einem Niveau stattfindet, die seinesgleichen sucht. Und ich habe tatsächlich sehr viele, viele, viele Festivals besucht mit meinem Film. Ich habe den sehr, sehr stark ausgeschlachtet im Festivalreigen. Es gibt keins, wo die Diskussionskultur besser ist als hier. Fassbinder war ja sowieso der produktivste Regisseur der Welt. In nur 13 Jahren hat er 60 Spielfilme für Fernsehen und Kino gemacht. Niemand versteht das. Das bedeutet, er hat ja, oft hat er ja 5 Spielfilme pro Jahr gemacht. Wir andere, wir sind ja froh, wenn wir einen Spielfilm machen können, jede 5. Jahr. Fassbinder hat 5 Spielfilme pro Jahr gedreht. Man versteht es nicht. Das ist ein Wunder. Und es ist kein Wunder, dass er gestorben ist bei 37, wie sein enger Freund und Schauspieler Harry Bear sagte, von einer Überdosis von Arbeit. Wir haben es geschafft, heute in einer 5-stündigen, sehr intensiven Jury-Sitzung die Preisträger des 43. Festivals of Nations zu belobigen. Es war eine sehr spannende Sitzung. Wir hatten die Möglichkeit, ganz tolle Projekte mit unterschiedlichen Facetten kennenzulernen und genauer zu diskutieren. Einige Entscheidungen waren faktisch und fachlich sehr schnell getroffen, bei anderen gingen die Meinungen sehr auseinander. Wir sind sehr stolz auf das, was wir gesehen haben, und sind froh, auch Preisträger präsentieren zu können. Ich hoffe, Sie schließen sich unserer Meinung an, wenn Sie sich diese Filme ansehen, und dabei viel Vergnügen. Also davor war mir das ja egal. Ich glaube, das ist eigentlich jedem so. In der Grundschule ist das eigentlich voll egal. Aber halt so, wenn man dann so in das Alter kommt, wo es dann losgeht so mit, ne, wie mache ich mir die Haare und so, dann, ich weiß nicht, aber das ist eigentlich, also ich habe nur eine Freundin, die sich selber hübsch findet, aber sonst sagen alle dasselbe.